Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein ziemlich cooles Video, und zwar ein Taste Review. Es geht heute um Gamers Only. Die haben heute wieder eine neue Geschmacksrichtung rausgebracht, worauf ich echt schon lange gewartet habe. Und freue mich auch, dass es da endlich mal wieder eine neue Geschmacksrichtung gibt, die dann auch in eine fruchtige Richtung geht. Passen natürlich jetzt zum Sommer hier in Deutschland. Die Rede ist von Mighty Mango Maracuja. Das ist die jetzt im August erschienene Geschmacksrichtung. Und die werden wir jetzt hier in diesem Video testen. Also wir schauen uns Geruch des Pulvers an, wie ist im Shaker, wie ist die Farbe und natürlich das Wichtigste, schmeckt das Ganze? Wo sehen wir das im Gesamtranking? Also ist es besser als die anderen Geschmacksrichtungen oder doch eher ein Flop in Bezug auf die Gamers Only Geschmacksrichtungen? Also starten wir direkt mit dem Geruch des Pulvers. Das Pulver riecht sehr gut und das ist man jetzt eigentlich gar nicht mal so bei Gaming Boostern unbedingt gewohnt. Man weiß direkt, dass es sich hier nicht nur um Mango handelt, sondern auch, und das ist jetzt hier das Besondere, die Maracuja riecht man jetzt auch hier raus. Maracuja wird in Bezug auf den Geruch eigentlich immer von Mango, ja, übertönt, sage ich jetzt mal. Also die Mango riecht man immer mehr raus. Hier riecht man eigentlich beides ganz clean heraus. Im Shaker, wenn man das Pulver also in den Shaker packt, ist der Geruch dann nochmal eine Stufe weiter oder höher und besser, sage ich mal. Sprich, es ist sehr fruchtig, die Mango ist dann halt hier leider etwas dominanter, aber auch die Maracuja kommt vom Geruch her gut raus. Ich glaube, bei Gamers Only gab es jetzt bisher noch nie einen so fruchtigen Geruch wie jetzt hier bei Mighty Mango Maracuja. Und da machen wir auch mal direkt weiter mit der Farbe. Die Farbe des Pulvers in der Dose überrascht mich jetzt nicht so sehr. Das Ganze ist schon weiß, grau und ganz leicht gelb. Ich hätte sogar gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr gelb sein würde. Und jetzt weniger grau. Hier ist jetzt aber nicht so schlimm, dass das Pulver so grau aussieht, denn die Farbe im Shaker sieht dafür dann wieder extrem gut aus. Passt perfekt zu dieser Geschmacksrichtung, ist nicht zu hell, nicht ein zu helles Gelb, weil da würde man jetzt vielleicht eher wieder Richtung Ananas denken, sondern hier passt es dann dadurch, dass es ein bisschen dunkler ist und dann denkt man eher an eine reife Mango und das Ganze gefällt mir dann halt auch. So, jetzt aber zum Wichtigsten und zwar zum Geschmack des Ganzen. Der hatte mich dann doch auch sehr überrascht und das meine ich jetzt weder positiv noch allzu negativ. Noch kurz als Info, man konnte es im Clip eventuell schon sehen, aber ich habe ziemlich genau einen Messlöffel des Pulvers genommen und das dann auf 350 ml Wasser mit einem großen oder sehr großen Eiswürfel dann auch noch, der dann jetzt im Clip dann schon geschmolzen war. Ich meine, es hat jetzt hier die Woche 30 Grad in Deutschland, also kein Wunder, dass der schon dann weg war, bis ich die Kamera draußen hatte. Und zwar jetzt Folgendes zum Geschmack. Nachdem ich den ersten Schluck genommen hatte, musste ich, anders als jetzt bei diesem intensiven Geruch, dann auch nicht direkt an Mango und auch nicht an Maracuja denken. Wenn man weiß, dass jetzt diese Geschmacksrichtung dann Mango-Maracuja sein soll, dann passt das auch. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte dann halt auch mal so kurz den Gedanken nach dem ersten Schluck so, hey, irgendwie geht das auch in die Richtung Wassermelone. Dann dachte ich mir auch so, ja okay, vielleicht auch so Richtung Mango-Kaugummi. Irgendwie so ein Mix aus den beiden, was dann halt schon sehr interessant war. Und dann hatte ich natürlich noch ein paar weitere Schlücke genommen und dann dachte ich mir, das geht auch so in Richtung Multivitamin ACE Saft. Das meine ich jetzt auch nicht negativ, denn ich persönlich, und ich glaube, das sage ich auch schon seit so 5 Jahren, finde das sehr gut. Also ich mag diesen ACE Saft Geschmack. Ich werde es auf jeden Fall die nächsten Wochen dann diese Geschmacksrichtung weiter intensiv testen und auch das Pulver zu Wasserverhältnis da so ein bisschen rumexperimentieren. Ich finde jetzt die 400 ml waren für mich persönlich auch wieder ein bisschen zu viel Wasser. Ich denke, das werde ich ein bisschen runterskalieren. So insgesamt, und da kommen wir auch so ein bisschen in Richtung meines Fazits, würde ich der Geschmacksrichtung dann eine 8,5 von 10 geben, was dann schon ziemlich gut ist. Man könnte sich dann auch noch die Frage stellen, okay, ist es jetzt der beste Sommergeschmack von Gamers Only? Und wie ist das Ganze jetzt im Gesamtranking? Gibt es auch deutlich bessere Geschmacksrichtungen jetzt hier bei Gamers Only? Was aus meiner Sicht starke Sommergeschmacksrichtungen sind, wären zum Beispiel Wassermelone, Eistee Pfirsich, Acai, Drachenfrucht und klar Summer Strawberry Lime. Mango sehe ich jetzt aber dann schon vor Acai und Strawberry Lime, also vor diesen beiden Geschmacksrichtungen. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was jetzt da besser und schlechter ist. Muss ich auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal weiter testen und so ein bisschen rumexperimentieren. Insgesamt landet Mango Maracuja aber im Gesamtranking dann halt auch in den Top 5. Und ich kann das Ganze auch weiterempfehlen, gerade jetzt bei diesen Temperaturen in Deutschland hier, passt es
einfach sehr gut. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keins meiner weiteren Videos zu verpassen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.